Willkommen zurück zu einer neuen Folge Pokémon Go 18 Eier brüten. Folge 4, glaube ich, immer noch auf der Suche nach Kontinentalen. Und hier seht ihr meine heutige Eibrutmaschine. Ist sie nicht süß, ne? Die kann man auch unendlich einsetzen. So. Aber wir wollen nicht lang reden, wir fangen gleich mal an. Und die nächsten 9 Eier schlüpfen natürlich. 7 Kilometer Eier wieder mal am Start. Und wir schauen, was dabei ist. Sternstück läuft diesmal sogar. Habe ich diesmal nicht vergessen. Ein Sandan mit 2400 Sternstaub. Leider nur 2er Satz. Ein 100%iges würde mir natürlich auch noch fehlen. Aber wir haben ja das 100er Porygon bekommen. Und ein weiteres Kontinentales, ein Pandimos. Auch mit 2400 Staub. Und sogar den besten Satz. Ihr seht, was das ausmacht, wenn man wirklich ein Sternstück reinhaut. Gestern war ich immer so bei 800 bis maximal 1000 vielleicht. Und ein grünes Slimer, kein Shiny, ein Alola nochmal, mit 1900 Sternstaub. Aber nur 2er Satz, aber ist nicht schlimm. Slimer immer noch richtig cooles Pokémon. Würde ich natürlich auch ein 100er gern haben, egal ob normal oder als Alola. Da ist das nächste, vielleicht ist es ja diesmal besser. Mit 1500 Sternstaub und dem besten Satz. Leider nur wirklich hoch. Kann es im Kampf nicht mit allen aufnehmen. Aber weiter geht's. Und ihr habt schon gesehen, als es den zweiten Satz hatte, gab es mehr Staub. Als es den besten Satz hatte, da gab es weniger Staub. Also wie das zusammenhängt, weiß ich auch leider nicht. Ein Mauzi mit 1200 Staub und dem besten Satz. Aber Mauzi haben wir ja schon ein 100%iges Alola. Deswegen ist es jetzt eigentlich nicht so interessant. Ein weiteres Kontinentales, ein Porenda. Mit 1200 Sternstaub, aber davon haben wir auch schon ein 100%iges. Hat leider auch nur den zweiten Satz. 2 oder 3 Stück gehen jetzt, glaube ich, noch auf. Wieder ein Slimer. Das ist wohl heute die Slimer Edition. Mit 2200 Sternstaub und dem besten Satz. Wieder nur wirklich hoch. Schade. Was der Hund sich so aufregt. Weiter geht es mit dem nächsten Ei. Und da kommt ein Sandan. Und da kommt auch was Großes. Was ein bisschen leer macht. Sandan mit dem besten Satz. Aber wieder nur wirklich hoch. Kein Problem. Machen wir weiter mit dem nächsten Ei. Ja, auf dem Dorf ist das so, da gibt es noch Traktoren. Bruder, muss los, Bruder, der Traktor ruft. Ein Kleinstein mit 1800 noch am Start. Wieder bester Satz, aber nur wirklich hoch. Schade. 2 Minuten waren sogar noch übrig, 4500 Erfahrungspunkte gemacht. Aufs Glücksei haben wir mal verzichtet. Und jetzt geht es weiter mit meiner Brutmaschine, um die nächsten 9 noch schlüpfen zu lassen. Aber die schlüpfen dann an einem anderen Ort, ohne Traktoren. Ihr wisst Bescheid, also bis später. So, und da sind wir wieder zurück mit den zweiten 9 Eiern. Und wie immer habe ich natürlich das Sternstück vergessen. Immer bei der zweiten Fuhre, bei den ersten ist es immer drin, bei den zweiten nicht. Aber wir legen auch gleich los. Das erste Ei geht auf. Ein Tangela, und da wäre ich mit einem 100er natürlich auch zufrieden. Leider nur 1200 Staub. Bester Satz. Naja, das war wohl nicht so krass. Aber wir machen natürlich weiter mit dem nächsten. Wir sitzen hier wieder am Strich. Wie man sieht, hinter uns richtig dick. Bam, boom. Ein Dickter. Richtig dick, ein Dickter. Mit 1300 Staub. Bester Satz. KP, Verteidigung. Joa. Werde ich natürlich wieder hier einblenden, alles, wie ihr wisst. Dann sind die 18 Eier für heute natürlich auch wieder voll. Diesmal sogar 2 Sendungen am Tag. Da sieht man, wie ich rangeklotzt habe. Mit einem Mauzi und 800 Sternstaub. Auch wieder bester Satz. Aber eigentlich, wie schon so oft gesagt, aufs Mauzi kommt es natürlich nicht mehr an. Das vierte Ei geht auf. Ein Vulpix. Ein Alola-Vulpix natürlich. Die sind immer noch richtig süß, richtig schön.
mit 1400 Sternenstaub und bester Satz haben wir schon 356 Bonbons, oder was heißt schon noch, habe ich ja öfters auch entwickelt, die normalen Vulpix, deswegen ist da nicht mehr so viel übrig. Noch ein Mauzi mit 900 Staub, bester Satz, aber darüber reden wir nicht mehr. Wir wollen keine Mauzis, wir wollen noch ein paar Kangama und ein paar Tauros. Vielleicht ist noch eins dabei. Wieder ein Dick da mit 3 Haaren und dem besten Satz. Okay. Vielleicht wird das heute die erste Folge, wo in einer Fuhre gar kein Kontinentales dabei ist. Denn schon wieder ein Mauzi, nicht mal ein Pandimus wird dabei bis jetzt. 9 Eier ohne Kontinentales, das wäre traurig. Aber wieder bester Satz bei Mauzi, zumindest die Werte sind einigermaßen okay bei den 9 Eiern. Und noch ein Mauzi. Was will man machen? 19 Bonbons. Da kann man bald Alola-Sessions, Entwicklungssessions machen, nur mit Mauzi alleine, wenn man so viele Bonbons immer zu kriegt, um das zu entwickeln und EP zu farmen. Ein Porenta! Da habt ihr doch ein Kontinentales dabei. Auch bei diesen 9 Bonbons mit 904 Staub. KP-Angriff wirklich hoch. Das könnte besser sein. Das waren aber die 9 Eier für diese Folge. Und wir melden uns dann beim nächsten Mal, Folge 5, wieder mit 18 Eiern, frisch gebrütet, nur für euch. Und hier seht ihr noch die Brutmaschine, denn wir sind gewechselt vom Zweirad zum Vierrad. Nein, nicht zum Fiat, zum Vierrad. Wir sehen uns auf jeden Fall nächste Folge. Peace out, vorhaut, euer Ramses.